Wir haben vor, das System zu revolutionieren. Das heißt, die Leute werden das Schwarzgeld bei uns abgeben, werden ein gewisses Volumen haben auf ihrer Bank. Vergessen Sie diese Schwarzgeldkarte, sehen Sie uns nur als Bank von Davis an. Mr. Bitcoin, Mr. Bitcoin, Mr. Bitcoin. Was gibst du mir in diesem Moment, dass ich sage, ich bin bereit, diesen Deal mit dir einzugehen? Und sag nicht, ja, meine Macht und mein Sonstiges, weil ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Und ich muss dir vertrauen können. Und ich bin bereit, dir zu vertrauen. Ich bin bereit, dir ein geiles Angebot zu machen, dass nicht alles, was scheint, ist Gold ist. Ich bin der Meinung, die Banken sind der beste Betrug. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr ich durch Beverly Hills. Diese Bild, Digga, will da nur mich. Diese Bild, Digga, will da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Glitz, ey. Boah, man denkt, Alfonso Davis. Oh, Junge! Der Minimum. 10%. Das Ding ist, das sind keine 10%, das Rücken. Das sind halt wirklich keine 10. Ich was möchtest du denn haben? Holla. Es geht um die Geldwäsche. Okay, easy. Wir haben vor, das System zu revolutionieren. Wir wollen das Bargeld hier quasi kontrollieren. Deswegen werden wir das so machen, dass wir wie eine Bank agieren. Ja, das heißt, die Leute werden das Schwarzgeld bei uns abgeben, werden ein gewisses Volumen haben auf ihrer Bank. Und genau so werden wir die Geschäfte machen. Das heißt, möchte jemand etwas kaufen, kommt er zu uns, sagt er, hey, transferiere mal von meinem Bankkonto 1 Million an Mr. Bitcoin, ja, weil er da was kaufen möchte, dann geben wir ihm die 1 Million natürlich wirklich bar, sodass es nicht nur virtuell existiert, sondern wirklich bar, geben wir ihm das Geld und dann bekommt er die Waffen quasi. So haben wir auch länger Zeit zum Waschen und können das Geld besser kontrollieren. Nur in ganz, ganz seltenen Fällen kann man sich was auszahlen. Wenn man sich was auszahlen möchte, zahlt man eine Gebühr von 5% obendrauf. Aber wir werden da so arbeiten wie eine Bank, ja. Wir waschen für 25% an jeden, ne, gerade. Verstanden, Mr. Bitcoin? Für Sie als Waffenroutenbesitzer bzw. als Routenbesitzer sind natürlich andere Konditionen da. Ja, das Geschäft wie eine Bank sag bringt nochmal Vorteil. Sag mir nochmal das, was du gesagt hast. Wiederhol das nochmal. Ah, du hast nicht zugehört, okay. Wir sind eine Bank, ja. Das heißt zum Beispiel, Crips kommen zu uns, sagen, hey, wir haben hier 25.000 Schwarz. Dann haben wir einen gewissen Prozentsatz mit Crips ausgemacht. Wir waschen das Geld quasi und haben das Geld von Crips bei uns zu einem guten Prozentsatz. Ja, besser als wenn du es ausgezahlt bekommst. Dann sagt Crips, okay, ich möchte mit diesen 25.000... Seid ihr eine Holding oder was? Nein, eine Holding ist was ganz anderes. Eine Holding verwaltet das Geld von den Leuten, aber wir sind eine Bank. Ja, wir vergeben auch sowas wie Kredite oder sonstiges. Eine Bank verwaltet auch das Geld, aber okay. Ja, aber das ist ein Unterschied zwischen Holding und da merkt man, dass du keine hast. Solltest du aber. Andere Sache. Wie gesagt, das ist das, was wir anbieten für Leute, die eine Route besitzen und wo man Güter kaufen muss, haben wir ein ganz anderes System natürlich. Du bekommst das Geld wirklich ausgezahlt, du hast dieses Banksystem nicht, du kriegst das Geld wirklich und kannst damit arbeiten. Die anderen Leute, wenn sie was auszahlen müssen, müssen eine Gebühr bezahlen. Sodass es dann am Ende... Kannst du da drei Fragen stellen? Sie dürfen, ja. Wie viel ist die maximale Menge, die Sie waschen können auf einen Schlag? Das geht bis ins Unendliche. Das ist der Vorteil bei einer Bank. Und wie lange brauchen Sie fürs Waschen? Das spielt keine Rolle, weil das ist der Vorteil bei einer Bank. Wenn Sie zu uns kommen und sagen, Sie wollen Geld gewaschen haben. Sie meinen so, oder? Richtig. Ich will jetzt 1 Million schwarz waschen. Wie lange brauchen Sie? Wie lange? Leise. Oder? Es ist egal, das ist alles relativ. Wie lange? Sag zwei Stunden, oder? Für Sie 2 Stunden. Zwei Stunden? Ja. Ja, kurz leise. Seit wann haben Sie diese Schwarzgeldkarte? Spielt keine Rolle. Vergessen Sie diese Schwarzgeldkarte, sehen Sie uns nur als Bank von Davis an. Genau. Und Sie können mit sehr, 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 sehr guten Konditionen Ihre Vorteile draus ziehen. Wenn die Leute sich was auszahlen müssen, werden sie wahrscheinlich bis zu 30% bezahlen. Wenn sie es auf der Bank lassen, weniger. So, dass wir auch natürlich die Möglichkeit geben, wenn jemand sagt, ich möchte das Geld selber bei mir haben, kann er es haben, aber er zahlt halt mehr. Sagt er gibt uns die Vollmacht, das Geld für ihn zu verwalten, Geschäfte für ihn zu tätigen, wie zum Beispiel diesen Transfer zu Bitcoin. Hey, ich möchte Waffen kaufen. Dann bezahlen wir quasi Bitcoin für ihn, als wären wir sein Bankier. Und Bitcoin bekommt das Geld natürlich ausgezahlt. Aber wir haben da einfach nur Vorteile, weil wir mehr Geld verwalten können. Und mehr Möglichkeiten haben. Wir steigen nämlich auch ganz groß ins Immobiliengeschäft ein. Entweder ist es ein Schneeballsystem, ihr habt die Schwarzgeldkarte nicht, oder ihr wollt wirklich in Immobilien. Ein Schneeballsystem wäre es ja, wenn ich profitieren würde von Leuten, die kommen und die Rendite nur ausgezahlt werden, indem mehr Leute reinkommen.
Ja, aber das ist ja nicht so. Das existiert ja wirklich. Sie als Routenbesitzer haben gar keine Angst. Wenn du zu mir sagst, hey, Le Mafia, ich habe 1 Million, ich möchte morgen die 1 Million gewaschen bekommen, dann bekommst du morgen die 1 Million gewaschen und ausgezahlt. Jeder kann das Geld normalerweise auszahlen, aber bezahlt Prozente. Die Leute, die das Geld bei uns halten, haben Vorteile, weil sie bis zu 15% sparen können. Das heißt, es lohnt sich, das Geld bei der Bank zu halten, weil warum brauche ich das Geld auf meiner Bank, wenn ich die Möglichkeit habe, die Geschäfte auch über Le Mafia zu machen? Schau mal, mach, was du willst. Mir ist das scheißegal. Du brauchst dich nicht von mir zu rechtfertigen. Ich erkläre das nur. Ich will einfach mit 10% waschen. Lass mich kurz besprechen. Wie viel? Er hört mich nicht. Wir waschen selber für 10. Okay. Mr. Bitcoin. Ich habe eine Frage. Wir machen das folgendermaßen. Ja, ich habe dir doch mal diese 8000 Waffenteile gegeben. Du hast gesagt, ich habe was gut bei dir. Ich hatte nichts gut bei dir. Ich habe von dir nichts bekommen. Jetzt möchtest du einen Gefallen von mir und ich bin bereit, diesen Gefallen einzugehen. Aber was bekomme ich dafür? Außer Stress. Weil dann kommt der Nächste zu mir und sagt, hey, Kali wäscht für 10, warum darf ich nicht für 10? Was gibst du mir in diesem Moment, dass ich sage, ich bin bereit, diesen Deal mit dir einzugehen? Und sag nicht, ja, meine Macht und mein Sonstiges, weil ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Und Geschäfte sind nicht nur deine Macht, weil deine Macht ist, ich schieß dich um, wenn du mich nicht hörst. Ich möchte ein Angebot, ein ordentliches Angebot, also was ich davon habe. Okay. Ja, das ist, aktuell ist es das deine Macht, Leute. Das ist meine Macht. Ja, Bruder. Pinguin. Ab jetzt verkaufen wir die Waffen nur noch für Schwarzgeld. Kein Grüngeld wird mehr angenommen. Das ist nicht der Weg. Er würde uns damit Schwarzgeld. Ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Er muss auch früher das spielen. Das ist meine Macht, Lil Mafia. Er sagt, nur noch Schwarzgeld wird angenommen. Dann lasse ich Schwarzgeld. Okay, lass. Zu einer teuren Währung werden. Ist immer noch früher. Das ist gut für uns, das ist gut für uns, das ist gut für uns. Dann kann gar keine Währung werden. Okay. Dann ist das so. Wenn ich anfange, nicht mehr für schwarz zu verkaufen, dann blüht dein Geschäft auf. Du verstehst nicht, was ich sage. Mir ist dessen bewusst, was das für eine Macht hätte, wenn wir zusammenarbeiten würden. Aber was ich hier gerade habe, nein, ist, dass ich dir entgegengekommen bin mit diesen 8000 Waffenteilen und jetzt möchtest du von mir einen 10%-Satz. Hör auf, von alten Lappalien zu sprechen, Mirda. Soll ich dir auch die Sachen anhängen, Mirda, die du schon alles getan hast? Kajate, Mirda, Kajate, wir sind nicht hier, um über alte Lappalien zu sprechen. Wir sind hier, das ist das Problem. Wir sind hier, wir sind hier. Rede nicht, Mirda, wir sind hier. Eine Geschäftsbeziehung beruht auf das, was wir vorher erlebt haben. Und ich muss dir vertrauen können. Und ich bin bereit, dir zu vertrauen. Ich bin bereit, dir ein geiles Angebot zu machen. Ich bin bereit, mit dir geile Geschäfte zu machen. Ich bin bereit, mit dir geile Geschäfte zu machen. Weil ich weiß, wenn du mitziehst, zieht die ganze Stadt mit. Aber ich bin nicht bereit, mich über den Tisch ziehen zu lassen. Bist du von mir angewiesen? Nein, bin ich nicht. Wenn du möchtest und wenn es deine Entscheidung ist, dass du sagst, du möchtest das nur noch für Schwarzgeld verkaufen, dann ist das so. Dann respektiere ich das. Meine Geschäfte werden trotzdem funktionieren. Schau mal, das ist ganz einfache Geschichte. Ich habe euch einen Vorteil gegeben, indem ich euch mehr Waffen verkaufe in der Woche als den anderen, weil ihr eine... Das wusste ich nicht. Das habe ich nicht gehört. Eine Schwarzgeldfläche verkauft. 25 Waffen mehr nur. 25 Pistolas kriegt ihr mehr, weil ihr eine Route besetzt. Die müssen wir trotzdem bezahlen? Nein, ihr kriegt die geschenkt mal. Ah, super. Das ist doch schon mal ein Angebot. Das ist doch gut. Wir besitzen zwei Routen. Mafia sagt. Wir besitzen zwei Routen. Wir besitzen einmal diese Drogenroute Crack und einmal die Schwarzgeldroute. Und ich biete es dir nochmal an, Mr. Bitcoin. Ich sage nicht, dass wir irgendwas Großes. Ich sage nur, ich möchte ein ordentliches Angebot. Und das habe ich mir verdient. Ich bin Le Mafia. Dein Hermano, Sohn. Schau mal, wir machen hier kein Geschäft. Es sieht nämlich so aus. Du bist auf mein Geschäft angewiesen. Und wenn ich die anderen Leute auch nur zwinge, Schwarzgeld anzunehmen, dann ist deine Wäsche ein Scheißdreck. Soll er machen. Also mach ein Geschäft mit mir und dein Leben wird erleichtert. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem. Versuchst mit Druck zu arbeiten. Genau richtig. Aber soll ich dir was sagen? Du nicht auf meine Augenhöhe bist, verstehst du, was ich meine? Weißt du, diese ganzen Sätze kommen mir bekannt vor, als hätte ich die letzten neun Monate die ganze Zeit gehört. Weißt du, was ich am Ende gelernt habe dieser 9 Monate? Dass nicht alles, was scheint, ist Gold ist. Okay? Und wenn du mit Druck arbeiten möchtest, kommst du bei mir nicht mehr weit. Deswegen, wenn du zu mir sagen möchtest, okay, du willst mir etwas aufzwingen und ich sage nein, dann ist es so. Wenn du nicht bereit bist, mit mir auf Augenhöhe zu arbeiten, dann sind wir eh in der falschen Grundlage. Dann mach, was du für richtig hältst und mach deine Geschäfte nur noch für Schwarzgeld.
Little Mafia, Sie verkennen Ihre Situation. Sie haben gerade die Möglichkeit, mit einer Partnerschaft mit Mr. Bitcoin eine Partnerschaft. Wissen Sie, ich wurde schon mal mit einer Partnerschaft. Ich wurde schon mal mit einer Partnerschaft gelockt. Am Ende war es nicht so. Am Ende war es nicht so. Sollte ein Anführer einer Familie emotional werden in solchen Momenten? Es ist nicht emotional. Es ist nicht emotional. Das Wichtigste ist, dass ich aus meinen vergangenen Fehlern gelernt habe. Und ich wurde schon mal mit einer Partnerschaft gelockt und am Ende war es keine Partnerschaft, sondern ich war eher der Hund. Haben Sie gelernt, was es bedeutet, wenn keiner mehr Schwarzgeld waschen will? Dann ist es so. Dann ist es so. Dann ist es so. Was meinst du mit deiner Partnerschaft und du warst eher der Hund? Naja, in der Vergangenheit habe ich gelernt, dass viele Leute jemanden locken mit einer Partnerschaft und am Ende ist es nicht so. Am Ende ist immer eher ein treuer Begleiter, eine Bulldogge. Habe ich dich nicht öfter davor gewarnt? Hast du? Spielt das eine Rolle? Ja. Man muss seine Fehler selber machen, oder um zu wissen, Leute, was für ein Mensch man ist. Verdient, 20%, dass das so getan 100% habe ich. Ich habe noch mehr verdient. Nicht verdient. Doch, ich habe noch mehr verdient. Aber das spielt hier keine Rolle. Was ich sage ist, wenn du mich nicht auf Augenhöhe siehst, dann können wir gar keine Geschäfte machen. Und du siehst mich nicht auf Augenhöhe. Eine Frage. Ja. Wenn ein Big Boss mit seinen Angestellten redet, dann redet er auch nicht mit ihnen auf Augenhöhe. Aber sie machen trotzdem Geschäfte miteinander. Ich sage dir eine Sache, wieso ich dich nicht auf meiner Augenhöhe sehe. Weil du in letzter Zeit nicht anwesend warst. Weil man nichts von dir gesehen hat. Du warst eine Zeit lang ernstzunehmend. Jetzt musst du das erst wieder verdienen, Lil Mafia. Und du kannst nicht erwarten, Romano, nach Monaten, dass du vor mir stehst und mit mir auf Augenhöhe reden willst, mir da werden wir hier die ganze Zeit die Scheiße hier überdauern, die hier passiert. Also bau dich auf. Lil Mafia, bauen Sie sich lieber schnell auf. Nur eine Frage der Zeit, bis eine weitere Geldwäsche auftaucht. Nein, der blufft. Wir machen folgendermaßen. Den Punkt sehe ich ein. Ich war nicht da. Aber ich bin auferstanden, wie ein Phönix in der Asche. Und deswegen sage ich, wir machen das folgendermaßen. Wir dürfen 50 Waffen mehr kaufen und wir zahlen $1,000 weniger als die anderen. Dann kannst du für 10% waschen, das passt. Solltest du aber Geld von anderen Leuten annehmen oder irgendwie probieren, das System zu dribbeln oder für Schwarzgeld die Waffen verkaufen, dann muss ich den Lead leider abbrechen. Wir wollen das mit dem Bankgeschäft hier ordentlich machen, geil machen, vielen Möglichkeiten, vielen Familien, vielen neuen Familien und Banden die Möglichkeit geben, unsere rechte Hand zu werden, ja, damit wir den Überblick nicht verlieren. Hörst du zu, was du da gerade sagst? Ja, was sage ich? Ich kann dich lesen wie ein verschissenes Kinderbuch. Was liest du? Du willst mir wieder den Anschein geben, Romano, wenn ich deinen Deal nicht eingehe, dann bin ich das derjenige, der dich verkackt hat, mit allen Leuten gute Geschäfte zu machen. Romano, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Mierda, das genau habe ich verkackt. Nein, auf gar keinen Fall. Du willst mir gerade wieder klar machen, Mierda, Mr. Bitcoin, wenn sie das nicht mehr, wir machen mir, dass sie dafür nein, verantwortlich ist, mit den anderen. Da bin ich verantwortlich. Zu einem Deal gehören es immer zwei Leute. Und wenn ich nicht auf deine Forderung eingehe. Hör mir ganz genau zu. Ich höre dir zu. Ja, hör mir ganz genau zu. Wir machen das ganz einfach. Ja. Du bekommst 25 Waffen mehr. 50? Du bezahlst genau das gleiche, wie die anderen bezahlen. Mhm. Und ich verkaufe meine Waffen nur noch für grün. Kein Schwarz mehr. Okay. Das ist der Vorteil, den ihr aus meinem Geschäft habt. Nimmst du Geld von anderen Schwarz? Nimmst du das Geld von anderen in Schwarz an? No. Okay. Werde ich nicht. Dann, das ist euer Part. Dann tu mir bitte den Gefallen. 50 Waffen mehr kaufen. Nicht 25. No. 50. Wie viele dürft ihr aktuell kaufen? Weißt du das? Nur 50. 55, oder? 50? Ja, 50. Gut, jetzt hör mir zu. Mit den 25 extra sind es 75. Ich werde aber heute Abend wahrscheinlich sogar auf 75 gehen. Das heißt, 75 plus 25 sind sowieso wieder 100. Perfekt. Ihr könnt also 100 die Woche kaufen. Dann sag 15%. Sag 15%. Das ist gut. Da sind wir auf 0. Ich gehe allgemein für alle Familien hoch. Wie, wir sind... Bruder hat gesagt, wir waschen für 10. Wir sagen, wir waschen für 10. Ja, ich weiß, aber sag nicht. Nein, das ist Quatsch, Bruder. Chill. 75 kaufen. Chill, Debo. Da macht den Ding. Hör dich nicht. Wieder auf 2. Okay, easy. Das heißt heute Tafelrunde? Nein, dafür brauche ich keine Tafelrunde. Ich sage es Ihnen und Sie müssen gehorchen. Na, dann lass uns trotzdem eine Tafelrunde machen. Dann kann ich mein Bankgeschäft auch nochmal vorstellen. Zeig mir erstmal, dass du waschen kannst. Wie soll ich es dir zeigen? Gib mir Geld, gib mir Schwarzgeld, ich gebe es dir grün. Ich lasse es dir bringen. Bring's Bilal. Bring's Bilal mir, dann bin ich dein Köter. Hey, nächstes Mal den Namen Bilal, bitte. Geben Sie den Männern meine Nummer 4x die 6. Mafia. Herr Breitenberg. Was hast du gerade gesagt? Breitenberg. Haben wir die Schwarzgeldwäsche?
Hey Jungs, haben wir die Schwarzgeldwäsche? Ja, ja, wir haben die. Wir haben die. Hey Dibu. Ja? Komm mal kurz zur Seite. Ja? Haben wir genug Geld in Grün, um direkt 1 Million zu waschen? Ne. Aber warum sagt Bilal dann 2 Stunden? Ja, weil er direkt, er meinte, wir sollen ihn anrufen, er wäscht direkt. Warte, hast du Papier? Aber Bruder, wie, nein. Okay, schau, ich erklär's dir, schau. Will Mafia. Ja. Es wäre für uns? Ja, ja, Herr Breitenberg. Aber nur. Ihre Nummer brauche ich auch noch. Dibus Nummer hatte ich schon. Dann rufe ich sie einmal an, das ist, glaube ich, einfacher. Dieses Bankensystem, was sie da aufbauen wollen, wenn sie wirklich die Geldwäsche haben, dann ziehe ich meinen Hut, das ist was Gutes. Ja. Ich bin der Meinung, die Banken sind der beste Betrug, den die Neuzeit je gesehen hat. Sie arbeiten mit unserem Geld und lassen uns dafür zahlen, dass sie mit unserem Geld arbeiten dürfen. Und ich bin der Meinung, wenn die Banken das können und die ganz Großen, warum wir nicht Kleine? Eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt Geld bei ihnen habe, sagen wir 1 Million und wir im Krieg, was dann? Nein, das Bankensystem, und genau deswegen möchte ich auch Banden und andere Familien mit einmischen, funktioniert unabhängig von Kriegen oder Nichtkriegen. Gut. Das ist, vielleicht kann man sogar mit den Geschäftsmännern reden, dass das wirklich eine eigene Bank wird, die nur von uns verwaltet wird mit unserem Namen. Oh, das wäre sogar sehr, sehr gut. Und wenn die das auszahlen wollen, zahlen die Prozente drauf. Wenn sie es bei uns lassen, zahlen sie weniger und können trotzdem mit dem Geld arbeiten und Sachen wie an Bitcoin zum Beispiel 1 Million überweisen. Das wäre sehr, sehr gut. Oh, Sie verstehen. Perfekt. Dann viel Spaß Ihnen noch, ja? Ach du Scheiße. Ihr Jungs, ihr habt das System verstanden. Hallo? Ja. Okay, easy. Es wird zwar ein bisschen kompliziert, das alles so hinzubekommen, aber wenn wir das so machen, sagen wir dann zum Beispiel, wenn du das Geld bei uns lässt, nehmen wir auf deinen Waschen vielleicht nur 20%, wenn du es auszahlen willst, 30%. Ja, Mafia, komm mit. Checkst du, was ich meine? Ja, Mafia, ich erklär dir das, komm mit. Lass Auto fahren. Lass zurückfahren. Ja, okay, easy, Jungs. Wir sehen uns gleich bei der Ausstellung, ja? Ja, na, hut. Ja, ich muss eigentlich noch Aldi, Bruder. Ich hab behindert Hunger, ja? Egal, du kannst ja gleich gehen. Du hast noch nicht Ding, ne? Nee, ich hab nur aufgenommen für Ding, Bruder. YouTube-Upload. Ich hab Arsch gegeben für diese Karte. Nee, aber wir haben keine Karte. Weil die Karte funktioniert. Noch nicht. Ja. Eis Carlos wäscht unser Geld für 10%. Ja. Okay, der wäscht dann, wir sollen ihn dann immer anrufen und sagen, wegen dem Ding. Der wäscht dann für uns und... Wie lange macht er das? Der macht es halt direkt. Wie man das Geld, der gibt es direkt. Okay, perfekt. Perfekt. Gesagt, ja. Was sagt ihr zu dem Bankensystem? Bankensystem ist zu viel Kopfick. Es ist zu viel Kopfick. Aber Bruder, wir können dadurch mehr machen als normal, Bruder. Jetzt stell dir mal vor... Ich check dein System, das ist auch echt gut gedacht, weil ich glaube, das wird doch gut gesehen wegen... Eben, ja. Es ist nicht kopfig. Jede Familie hat eine Person oder zwei Kontaktmänner. Okay? Nur die können bei euch das Schwarzgeld abwäschen. Wir haben eine Tabelle, da wird das eingetragen bei jeder Familie. Wir sehen den Kontostand von jeder Familie, wir geben denen dann irgendwie so auch SMS jeden Tag, wie eine normale Bank. Wenn die sagen, die wollen das Geld auszahlen, nehmen wir anstatt 25% 30%. Wenn sie sagen, die machen aber Geschäfte, nehmen wir nur 20%. Und obwohl wir das Geld haben und mit dem Geld immer sofort arbeiten können. Das heißt, wir können so viel mit dem Geld machen. Und das heißt auch wirklich, wenn wir schlau sind, müssen wir auch das in Sachen investieren, die teurer werden. Wie zum Beispiel, wir brauchen jemanden bei uns, der Autos kauft, der Waffen kauft oder sonstiges. Weißt du, was ich meine? Hier ist Divo Young and Reckless. Wir gehen gleich zu allen Familien. Nein, wir müssen Standorte. Immer Standort, nicht im Anwesen. Okay, ich schicke dir gleich einen Standort, ja. Ich muss erstmal zu Aldi, Bruder. Ich muss erstmal zu Aldi und wir müssen dieses Bankensystem überdenken, wie wir es genau machen wollen. Du musst mir das komplett erklären. Was für Fragen hast du? Komm her. Erklär mir das von neu. Nee, okay, schau mal. Du musst dir vorstellen... Wie willst du, dass ich wasche, Bruder? Okay. Wir haben halt schon mal ein paar Familien Blanco. Ja, das ist kein Problem. Blanco, wir machen das ab dem 4. oder ab dem 5. Ab dem 5. 7. Diese erste Welle, ja genau. Jeder, der bei uns sammelt, damit die ganze Stadt bei uns sammelt, kriegt... normale 150 Grün, mit dem wir gut sind, 160 Grün. Damit jeder bei uns sammelt. Und wir werden damit jeder andere Drogenroute. Also vertrauen wir. Okay, das ist gut, das ist egal. Das können wir so machen, wie ihr wollt. Das, was wichtig ist, ist dieses Bankensystem. Da müsst ihr mir ganz genau zuhören. Es funktioniert folgendermaßen: Eine Familie kommt zu dir, Vendetta. Okay. Sagt, ihr wollt 1 Million waschen. Man sagt, ihr wollt das Geld auf eurer Bank behalten oder wollt ihr es direkt ausgezahlt bekommen? Ah, okay. Das ist die erste Frage. Dann sagt er, hey, ich will es auf meiner Bank behalten.
Dann tust du diese 1 Million, 20%, 800.000 ist auf seiner Bank. Dann sagt er, ich möchte mal Mr. Bitcoin für diese 800.000 Waffen kaufen. Anstatt dass er sich die auszahlt und nochmal Prozente zahlen muss, dann können wir sagen, für jedes Auszahlen sind 10% nochmal oder sowas, weißt du, was ich meine? Viel, aber ja. Nein, okay. 10% für Auszahlen. Bruder, weißt du, wie viel Zinsen du zahlst bei anderen Banken? Ja, wenn du eine Karte reinsteckst und die nicht Ding ist, 5 Euro zahlst du. Wir sagen 10%. Ja. Ja. Dann, wenn er sich auszahlt, 10%, wenn er aber sagt, er überweist das von unserer Bank an Mr. Bitcoin, sind nahtlose 800.000. Okay. Verstehst du, was ich meine? Was haben wir dann für einen Vorteil? Wir haben extrem viel Geld, was wir verwalten können. Wenn wir jemanden haben oder ein paar Füchse bei uns haben, die sowas wie Dinge machen, wie in Autos investieren oder Waffen kaufen, verkaufen, weißt du, was ich meine? Haben wir so dick viel Volumen und so viel Geld, was wir verwalten, was wir ausgeben können, dass uns keiner mehr aufhalten kann. Wenn viele Leute das Geld auf der Bank halten, weil das Geile an dem Banksystem ist, Bruder, auf meinem Konto steht zum Beispiel, ich hab 14.000 drauf. Aber du hast diese 14.000 nicht wirklich da, weil es keinen wirklichen Gegenwert dagegen dastehen muss. Ich kann ja sagen, du hast 14.000 drauf, aber diese 14.000 habe ich eigentlich investiert irgendwo anders drin, weißt du, was ich meine? Okay. Und wenn wir das so machen, dass die Leute das Geld immer auf der Bank behalten und dann zum Beispiel erst, hey, ich will bei Bitcoin Waffen kaufen, ich will dort Drogen kaufen, dass wir quasi die Überweisungen tätigen für die, haben wir 10 von 10. Dann haben wir, Bruder, jeder von uns auf Konto 14, 15 Millionen und irgendwann mal, wenn wir stark genug sind, können wir sagen, ey Jungs, keiner kriegt mehr Geld, wir behalten das, Pullrock. Okay. Das Ding ist, mit Bitcoin ist sogar gut, was wir gemacht haben. Okay, deswegen habe ich ja. Weil er wird kein Schwarzgeld mehr bekommen, weil die auf keiner Route arbeiten. Das heißt, die machen sowieso nur Grüngeld. Danke. Die haben jetzt nur dieses einmalige Schwarz, was sie schon haben. Danke. Es kann keiner mehr mit Schwarzgeld bei Bitcoin kaufen. Danke. Das ist sehr gut. Danke. Das ist sehr gut. Also haben wir die Route jetzt offiziell bekommen, oder wie? Ja. Okay, dann... Aber Bankensystem habt ihr verstanden. Ich kann dazu noch eine Tabelle machen, dass wir eine haben. Ist gut. Also ist gefällt gut, mir. Ist gut, ja. Aber ich sag dir ehrlich, wir werden das Geld ausgeben wie eine Eins. Ja, werden wir, Bruder, werden wir. Aber wenn wir es schlau ausgeben und wenn wir eine Tabelle haben, wo wir auch sehen, wo wir eintragen, vor allem wir... Das und das habe ich da ausgegeben. Und wir können auch Kredite, und das wird das Geilste sein, wenn wir anfangen, Kredite zu vergeben. Wir gehen zu neuen Banden, sagen, hey, ihr wisst, es ist neu, ihr braucht Waffen, hier Kredit. Vor allem schwache Banden, hier Kredit, 600.000. Wie viel müssen die zurückzahlen? 800.000. Wir machen mit Geld, was nicht mal uns gehört, 200.000 Profit, Bruder. Weißt du, was ich meine? Weil diese 800.000 kommt ja nicht aus deiner Tasche, sondern es hat vielleicht Vendetta eingezahlt und denkt, das ist gerade auf ihrer Bank. Während wir gerade Kredite an eine Bande vergeben. Weißt du, was ich meine? Das Problem ist, da müsste halt jeder mitmachen, ne? Bruder, also werden die. Welcher Arsch vertraut Mafia? Nee, Bruder, wir machen es ja am Anfang, Bruder, wir machen es ja am Anfang richtig. Wir machen das auch mit den Geschäftsmännern und sowas, weißt du, was ich meine? Wir erklären das auch den Geschäftsmännern. Vielleicht sagen die sogar, ey, wenn ihr das krass macht, man kann sogar wirklich eine richtige Bankbank draus machen, weißt du, was ich meine? Hier um die Ecke so. Ja, so mäßig. Richtige Bankbank. Oder Bruder, weißt du, wie viel Geld wir machen können? Wir haben die Möglichkeit, Geld zu drucken. Okay, ich muss echt zu Aldi, Jungs. Du musst zu Aldi, Mann. Kommst du gleich wieder, oder? Ja, klar, Bruder, klar. Wollen wir warten mit den Gesprächen? Boah, wär geil. Ja, okay, wir warten. Wär geil. Okay, easy. Bis gleich, ja? Ich bin so 20 Minuten wieder da. Alles klar. Hey, wir warten.